Es ist noch alles ruhig. Keine Stimmen zu hören. Lol, doch meine. Hallo und herzlich willkommen. Heute werden wir die Lonizera, die wir veredelt hatten vor kurzem, ein bisschen bearbeiten. Ja, und was ich da dran mache, das zeige ich euch jetzt mal. So sieht die Lonizera jetzt aus, die wir ja im Prinzip veredelt haben. Der Ast ist noch wunderschön grün. Und jetzt werden wir diese Lonizera mal ein bisschen bearbeiten, damit wir die Kraft entsprechend lenken können. Diese Seite hier, die lassen wir so, wie sie jetzt ist. Da werden wir noch gar nichts machen. Und warum, das zeige ich euch gleich. Zunächst werden wir auf dieser Seite ein bisschen was abnehmen. Und zwar geht hier ein Ast direkt über diesen weg. Und den schneiden wir jetzt ab. Hi. Hi. So, den hier, den behalten wir. Den hatten wir ja schon ein bisschen geformt, also gedrahtet. Und direkt darunter geht jetzt hier noch einer. Und den entfernen wir auch. So, darüber haben wir jetzt zwei kleinere, die lassen wir noch. Denn das ist ja noch keine endgültige Gestaltung, sondern wir gestalten den etwas vor, damit wir später dann ja, im Prinzip die Hauptäste da haben, wo wir sie haben wollen. Hier oben gehen jetzt zwei. Einen davon werden wir jetzt wegnehmen. Ich sollte überlegen, den, der am tiefsten ist, also weiter unten, den lassen wir. Und der höher steht, den werden wir jetzt rausnehmen, komplett. Und so haben wir hier wieder einen Ast, den wir als Etage aufbauen können später. So, darüber befinden sich hier noch lauter Kleinkram. Den nehmen wir auch weg. Das ist ein kleinerer, der kann bleiben. Darüber geht jetzt 1, 2. Ja. Nehmen wir den weg, der nach oben geht. So, und den lassen wir hier noch. Im oberen Bereich hier machen wir erstmal nichts. Das ist alles noch klein Fusselkram, den lassen wir erst noch wachsen. Ja, und wie man hier sehen kann, werden wir den Draht gleich auch abnehmen, weil er mittlerweile schon einwächst. Dann nehmen wir den Draht mal eben ab. Beim Abnehmen den Draht immer schön festhalten und mit der anderen Seite langsam abdrehen, damit wir die Äste nicht verbiegen bzw. abbrechen. Man kann das natürlich auch mit dem Drahtschneider alles abschneiden und wegschmeißen, aber Rohstoff ist teuer und die Erde hat nicht auf ewig Vorrat, von daher muss man nicht immer alles gleich wegschmeißen, wenn es denn auch so geht. So. Jetzt machen wir den von hier oben auch noch ab. Das ist schon interessant, wie viel Dickenwachstum so eine Lonizera macht. Wie gesagt, oben immer festhalten, beziehungsweise im Gegensatz von da, wo man abdreht, damit man die Pflanze also nicht abbricht. Ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, ob ich gezeigt habe, wie ich die gedrahtet habe. Ich weiß nicht, ich denke mal nicht. Aber ich schaue mal nach, wann das gewesen ist. Damit wir mal so einen Anhaltspunkt haben, wie lange denn das dauert, bis man den Draht wieder abnehmen muss. Jo. Den Draht werden wir, wie gesagt, nicht wegschmeißen. So. Wie gesagt, den behalten wir hier als Etage später. Den Kleinkram, der bleibt einfach nur als Saftzucht da. Wird eventuell noch ein bisschen eingekürzt später. Und auch jetzt. Der ist schon ein bisschen arg lang hier. Oben lassen wir das alles so. Den ganzen langen Trieb lassen wir sowieso wachsen als Saftzucht für den Hauptstamm. Und jetzt könnten wir den eigentlich schon drahten, ein bisschen hier. Dann machen wir das doch. Wir werden ihn nach unten biegen. Na, 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 na. Na, na.
oben dran. Und wickeln das Ganze jetzt im 45 Grad Winkel etwa um den Ast. Weil wir hier nicht die ganze Länge brauchen und kürzen den jetzt auch ein erstmal. So, wie gesagt, diese Seite lassen wir außen vor. Wir kümmern uns jetzt nur um diese Seite. Und da der jetzt auch nach hier weggeht und der nach hier, werden wir den jetzt auf die andere Seite positionieren. Natürlich vorsichtig, dass wir uns den nicht abbrechen. Und auch hier müssen wir natürlich jetzt darauf achten, in den nächsten Tagen, Wochen, dass uns der Gute nicht zu sehr einwächst im Draht. Jo, das reicht schon. Das ist jetzt enough. So, das war's im Prinzip. Wie gesagt, auf der Seite machen wir hier gar nichts, denn wir wollen ja, dass dieser Ast hier später mal mit existiert am Baum, und das ist ja nun eine andere Sorte, die wir drauf veredelt haben im Prinzip. Und hier, aber das zeige ich euch jetzt mal in Nahaufnahme, hier befinden sich Schnittstellen, sehr große, und damit diese Schnittstellen ordentlich zuwachsen können, müssen wir auf dieser Seite alles wachsen lassen, damit wir ganz, ganz viel Saftzug haben. Auch hier unten ist noch eine Schnittstelle, aber das, glaube ich, kann man jetzt nicht so gut sehen, weil das ein bisschen feucht ist. Auf jeden Fall lassen wir auf dieser Seite alles wachsen, damit, wie gesagt, richtig Kraft hier reingeht und diese Schnittstellen dann zuwachsen können. So, hier und hier oben kann man also sehr gut erkennen, dass der Draht mittlerweile schon dabei war, überwuchert zu werden. Und von daher ist also wichtig, darauf zu achten, dass man da rechtzeitig reagiert und das Ganze nicht einfach wild wachsen lässt, denn ansonsten hat man hinterher unschöne, tiefe Rillen im Holz. Wie wir sehen, müssen wir an Bonsai immer wieder kleinere Arbeiten vornehmen und auch nicht immer alles auf einmal machen, wenn wir einen Baum zu einem Bonsai machen möchten. Und ja, da dieser Baum ja noch in Vorbereitung ist und der Aufbau noch gar nicht wirklich da ist, müssen wir immer wieder überlegen, welche Äste wir wohin bringen können und auch möchten und was wir dicker werden lassen möchten oder auch nicht. Und von daher ist dann wichtig, gezielt zu schneiden und die Pflanze zu lenken, damit also die Kraft dahin geht, wo sie hin soll. Wir haben hier auf dieser Seite noch ein paar starke Schnittstellen, die zuwachsen müssen. Auf der Seite haben wir noch ein paar starke Schnittstellen, die zuwachsen müssen. Von daher lassen wir hier auf dieser Seite den ganzen Kram wachsen, damit wirklich viel, viel Kraft und Energie in die Seite reingeht und die Wunden sich gut verschließen können. Auf der Seite sind die Schnittstellen nicht mehr ganz so groß und der Baum hat auch schon ein bisschen Aufbau erfahren. Und hier hängt, sieht man, ne, ein langer Trieb. Und den lassen wir wachsen, damit hier der Stamm dicker wird. Den schneiden wir nicht ab. Den werden wir eventuell dann im Frühling abschneiden. Dann kann er hier wieder neu wachsen. Aber jetzt bleibt er auf jeden Fall erstmal dran, damit dieser Saftzug hier in den Stamm reingeht und das Ganze dicker wird. Und nach werden wir jetzt die Äste langsam aufbauen. Nicht alle auf einmal. Wir haben unten angefangen, haben jetzt den zweiten. Und beim nächsten Mal gucken wir mal, wo hier oben sich einer entwickelt, der kräftig genug ist und auch die Position hat, die uns gefällt. Ja. Das war jetzt nicht sehr viel an Arbeit, aber wie gesagt, solche Sachen müssen immer wieder regelmäßig gemacht werden. Und ja, schaut euch eure Bonsai an und achtet halt drauf, was wann, wie, wo mal gemacht werden muss. Und wie gesagt, nicht alles auf einmal, denn Bonsai braucht nun mal Zeit. Ja, und die Geschichte hier mit der Flasche und dem Ast, den wir hier veredelt haben, ist natürlich eine ganz klasse Sache. Und mal gucken, da werde ich nächstes Jahr noch ein paar andere Sachen mitmachen. Und ja, bin gespannt, wie sich das dann entwickelt. So. Ich denke mal, das reicht für heute. Ich hoffe, euch hat der Film gefallen und ihr konntet ein bisschen Erfahrung mitnehmen. Und in diesem Sinne, bis auf ein andermal, euer Detlef Römisch. Ciao. Und was ist das? Ich dachte erst, das wäre vom Vogel sozusagen. Vom Weiten sah das so aus. Oh, aber es sind Eier. Und ich weiß nicht von wem. Es ist noch alles ruhig. Keine Stimmen zu hören. Lol, doch meine.